Willkommen, willkommen zu Starbound mit mir, Peter Bus von Creep.de. Und es wurde Zeit, ich habe so viele Mods gezeigt und so viel Kram gemacht in diesem Spiel und so vieles passiert, dass es endlich mal wieder Zeit wird, dass ich mir ein Zuhause baue in Starbound. Es wird einfach Zeit, dass ich mir wieder ein Zuhause baue. Und das bedeutet nicht, dass ich überhaupt gar keine Mods mehr mache. Das bedeutet nur, dass ich auch einfach was dazwischen haben möchte. Und ein Mod, den ich unbedingt noch ausprobieren wollte, und das ist sozusagen der Grundmod für mein neues Zuhause ab sofort, ist der Firefly-Mod, beziehungsweise Dead Squirrels Firefly-Mod von, wer hätte es gedacht, Dead Squirrel. Squirrel. Wer es nicht weiß, Firefly ist eine ganz traumhafte Science-Fiction-Serie aus den frühen 2000ern, meine ich. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, frühe Mitte 2000. Es gab nur eine Staffel, tragisch einen Film, Serenity, der im Grunde genommen nur die Geschichte von Firefly, also der Serie, so nochmal ein bisschen wiedergibt. Und das hier ist das Schiff, die Firefly. Und die wurde natürlich gebaut. Und hier haben wir diese wunderbare Reling. Das hier ist der Cargo Hold. Und hier vorne würde theoretisch so eine Klappe aufgehen, wenn man denn hier raus könnte, also hier quasi. Hier drüben haben wir die Sick Bay, also dort, wo der Arzt herumhängt. Hier hinten haben wir noch so ein kleines Hinterzimmer mit irgendwas. Hier ist das Antriebswerk der Firefly. Oh, wir können hier sogar in den Maschinenraum, sehe ich gerade. Sehr cool. Hier arbeitet Kaylee theoretisch wahrscheinlich eher hier. Aber man kann hier in die Triebwerke und die Maschinenräume rein. Sehr cool. So, hier oben ist jetzt die Küche bzw. die Lounge. Hier geht es jetzt in den Maschinenraum. Ah, wir hätten hier sogar hochspringen können. Hier ist selbstverständlich der Ort, um es zu befüllen. Und hier haben wir noch mehr Maschinenraum. Sehr, 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 sehr cool. Einerseits hat man natürlich ohne Ende Platz auf diesem Schiff. Andererseits ist es einfach, Crew Quarters. Hier unten sind die Plätze, wo die Crew schlafen kann. Hier ist noch ein bisschen Dings. Hier haben wir nochmal Fuel. Okay, da ist unser Locker. Hier haben wir so ein bisschen Schmauchspuren von vergangenen Angriffen. Das ist die Brücke. Und, oh mein Gott, die Dinosaurier. Das sind Plastikdinosaurier, die der Pilot vorne auf seinem Tisch stehen hat, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Aber das macht überhaupt nichts. Es ist schon eine Weile her, dass ich Firefly geschaut habe. Wer es nicht kennt, wer aber in die Lage kommen kann, sich anzuschauen, er möge unbedingt Firefly ausprobieren. Ich finde, das ist perfekt. Dieser Mod ist sehr gelungen. Ich weiß nicht genau, ob jetzt schon eine Crew drin ist. Und wenn ja, wie wir die reinbekommen. Ich guck mal eben. Wow, ich habe nicht mal einen Pixel für die Tabula Rasa. So ein Glück habe ich mir die Ultimate Box mitgenommen. So, da habe ich aber nochmal Glück gehabt, hä? So, Spawning Box habe ich mir auch mitgenommen. Habe ich auch nochmal richtig Glück gehabt, nicht wahr? So, dann machen wir uns jetzt mal eben fix. Machen wir uns mal eben fix ein bisschen Pixel. Da übertreiben wir es mal nicht so. So, Tabula Rasa, weil ich will nämlich herausfinden, ob und wenn ja, inwieweit hier noch irgendwas dabei ist. Skyrail, Moment. Booster? Das ist irritierend. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas mit einem Skyrail-Kram installiert zu haben. Aber okay. Gut. Nehmen wir das einfach mal so hin. So, wir haben natürlich einen neuen Charakter angefangen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal hier diese guten Sachen, die es da so gibt. Die man so bekommt, wenn man da so neu anfängt. Als kleiner Würm. Danke, danke. So, jetzt wollen wir aber nicht ganz so sein und nicht wirklich alles nochmal machen. Das heißt, wir nehmen mal so ein paar Sachen, nehmen wir mal mit. Zum Beispiel das hier. Ich bin versucht, die Rüstung auch zu nehmen.
Nee, aber wir nehmen mal All Tech, auf jeden Fall. Das nehmen wir mal gerade. Ich finde, das habe ich mir verdient. So, jetzt muss ich das irgendwie wieder wegschmeißen, weil das nicht verbraucht wird. Da spielt man nochmal eine Weile nicht mehr und dann kann man sich schon gar nicht mehr genau erinnern, wie das ging. Jetzt brauchen wir gerade eben mal die Tech hier. Und dann nehmen wir Human Jeep? Nee. Glitch Mac? Nee. Cameraman with Butterfly. Das ist mein absolutes Lieblingsding. Wir nehmen mal den Human Mac auch mit, einfach nur, damit ich die auch mal zeigen kann. Und ja, so. Jetzt wird es Zeit, uns ein Zuhause zu bauen, aber ein Zuhause auf diesem Schiff. Ich würde es nicht vollkommen übertreiben, wie gesagt, mit diesen Creative Boxes und so. Ich will es nur ein bisschen beschleunigen. Gucken wir noch mal eben gerade, was wir hier auf dem Planeten alles so haben. Okay, wir brauchen Holz. Und alle Ressourcen selbstverständlich. Erstmal gerade die erste Questline beenden. Einfach mal wieder ein bisschen Starbound spielen und nicht einfach nur drüber sprechen, wie man es theoretisch spielen könnte. Ah, Gold nehmen wir auch mit. Sind wir mal nicht so. So. Holz kann man nicht genug haben. Da ich jetzt hier nicht bauen will, ist mir das relativ egal, was wir da eigentlich so rausbekommen. Ich möchte mir nur mit dem Creative Mode, ehrlich gesagt, die ganzen ätzenden Grind-Arbeiten sparen, damit ich endlich mal das hier so machen kann. Weil ich bin ja nicht so ein Gronkh, der sein ganzes Leben damit verbringen kann, sowas zu spielen. Und dementsprechend müssen wir natürlich. Au! Oh Gott. Ich bin ja nicht mal im Ansatz unverwundbar, ich vergaß. Yay! Ein kleiner Sieg für die Menschheit. Kann ich nicht eigentlich. Nehmen wir mal. Was passiert denn, wenn wir den Mac nehmen? Oh, nein! Piu, piu, piu! Er verbraucht Energie! Oh Gott! Er verbraucht Energie! Da sind wir natürlich noch gar nicht drauf vorbereitet. Auf energieverbrauchende Gegenstände. Das ist natürlich blöd. Aber Stein brauchen wir selbstverständlich auch. Für den Anfang. So. Oh, Kupfer noch. Nehmen wir selbstverständlich auch mit. Falsche Power eingesetzt. So kommen wir da nie aus dem Loch raus. Erde brauchen wir auch und so. Warum will mich alles essen oder töten oder eins und beiden oder beides gleichzeitig? Und warum ist dieser komische Rauch so extrem? Extrem. Bist du wenigstens lieb? Du bist lieb. Du möchtest mir nicht an den Kragen. Okay, dann grabe ich doch mal gerade hier so ein bisschen quer durch und schaue, ob ich noch ein paar mehr Ressourcen einsammeln kann. Oh Gott, habe ich überhaupt noch den Light Drones Mod? Wahrscheinlich nicht. Das ist sowas, was ich noch brauche. Essentielle Mods, ganz ehrlich. Einfach Mods, ohne die möchte ich nicht mehr leben. Naja, lebe ich schon noch, aber halt nicht starbounden. Ah. Ins Weltall sollte man nur mit Lichtdrohnen gehen. Definitiv. Und mit irgendwas, was. Oh, shit. Was ungefähr so schnell abbaut wie das hier. So, die brauchen wir auch. Für den Bogen. Und da will ich nicht weiter runter, weil da sind wieder zwei Viecher, die mich fressen möchten. Und da stehe ich heute mal nicht so drauf. Gefressen werden. Das ist heute mal nicht so mein Fall. Gehe ich lieber hier an den Plüschtieren vorbei, die mir nicht zuhören. Also ich verstehe schon, warum ich auf diesem Planeten hier nicht will. Ehrlich, überall ist Gift. Oh, Schnee gibt es auch noch. Naja, Schnee ist eigentlich nicht so. Sehr cool. Was Hausartiges, was wir komplett abbauen können. Und uns dadurch einverleiben. Und wir werden es dann einfach wieder aufbauen. Jawohl. Alles komplett abgebaut und wiederverwendet. So sieht's aus.
alles mitnehmen. Ah, das ist noch ganz schön viel Gemüse hier. Das ist doch super. Gucken wir gerade noch mal, was hier so gibt. Heu. Was gibt's hier so? Nix. Die Kiste hätte ich aber gern. Die nehmen wir mit. Tschüss. So, was hast du hier so? Warte mal, du hast irgendwas hier. Ein Crunch Blueprint. Aha, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Ich hab das nicht verstanden. Jetzt hier. Eine Axt. Ah, Wooden Crafting Table. Wer hätte gedacht. So, was können wir gut gebrauchen. Ha, braucht man gar nicht selber bauen. So einfach geht das. So, die Kisten nehme ich natürlich auch mit. Da ist ein Amboss. Den packe ich auch ein. Brauchen wir nämlich noch. Das hier ist einfach nur ein bisschen Dekoration. Schadet ja nun auch nichts. Dekoration dabei haben, ist immer gut. Truhe nehmen wir auch mit. Noch mehr Deko. Eine Uhr. Ja, so. Kasse brauche ich nicht. Ein Strohbett? Nee. Ist viel zu ordinär. Sowas. Hi. Ihr wollt mir doch gar nichts tun, oder? Ihr seid doch alle insincere. Das ist eine Frechheit, dass der da unehrlich mit mir umgeht. So, was haben wir hier? Alkohol. Nee, Alkohol wollen wir nicht. Bin ich vollkommen dagegen. Aber so ein feines Bett hier. Das. Nee, da. Mitnehmen. Nicht drin pennen. Penner. Mehr Fackeln und Pixels. Sie das auch nie stört, dass sie ausgeraubt werden. Hi Jungs. Was geht? Alles gut. Sehr schön. Ist da drin. Nehmen wir auch. Mensch, da habe ich ja ganz schön viel für das Schiff jetzt. Weil ich natürlich lieber so Nova-Kit-Zeug hätte, weil das ist ja so Wildwesten plus Sci-Fi ist gleich Serenity und Firefly. Oh, ja, ja, ja. Na, hier oben gibt es nichts, sei denn, man möchte gerne mit dieser Wache da spielen, was gerade nicht der Fall ist bei mir. So, was gibt's hier jetzt noch Feines? So, eine ganze Menge. Eine Kochstelle nehmen wir mit. Sind wir da? Nix. Was ist denn in der Kasse? Auch nichts. Aber Betten. Ganz viele Betten, weil Betten haben wir eh schon. Das heißt, die stacken ganz wunderbar. Dann nehmen wir noch mehr mit. Ist hier nichts. Ah, auch nichts. Naja, nichts ist jetzt auch nicht wahr, sonst hätte ich es nicht eingepackt. Aber eben nicht so wirklich viel. Kisten, 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 Kisten. Ja, Bett. Nehmen wir auch mit. Also ich wette, das macht Spaß, bei so einer Firma zu arbeiten und im Nachhinein hier solche Dinge zu bauen, die dann im Spiel einfach implementiert sind. Das ist bestimmt lustig. Was haben wir da? Nix. Nix, 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 nix. Ganz viel mehr nix. Nur eine Truhe. Ah, kleiner Schrank. Kodizes sind uns egal an dieser Stelle. Ah, da war jetzt natürlich Zeug drin, was ich nicht wollte, aber Laughable Spear Stopper. Red Dye. Okay, den Rest dürft ihr hier behalten. Das nehme ich alles mit. Hier will ich auch nichts. Meine Güte, ist das ein riesiges Dorf hier. Das teile ich gern. Alles, was ich nicht selber bauen brauche, ist mir recht. Brunnen braucht man nicht, oder? Nee. Sollen wir den Wasser herholen auf so einem Schiff? Aber so eine kuschelige Feuerstelle? Die nehmen wir mal mit. Das hier auch. So. Und? Da sind wir auch schon durch das Dorf. Haben wir mal einiges eingepackt, was wir gut gebrauchen können. Ist das da Silber? Nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt geht's wieder ab aufs Schiff. Und zumindest eine Grundsatzsache will ich schon mal erledigt haben. Denn das war gerade das, was ich so als erstes gesehen habe und gedacht habe, boah, das passt super. Muss sofort erledigt werden.
Nämlich wird jetzt selbstverständlich unser Raum hier, unser Laderaum wird jetzt selbstverständlich mit Kisten vollgepackt. Und dafür habe ich sie geholt. Genau dafür sind sie da. Nicht unbedingt, um hier irgendwie drauf zu sein. Also ja, ich meine, sie sind auch da drauf, aber so mein Gedanke war ein anderer. Das hier wollte ich vielleicht noch essen. Genau. So, was haben wir denn da? Habe ich denn nicht noch mehr irgendwie? Nö. Ach, ein Fass. Warte, das sieht doch jetzt mal so richtig nach Ladung aus. So nach. Das sieht doch super aus. Das ist doch total toll geworden, oder? Ist auch richtig gut geworden. So, jetzt stellen wir hier mal so ein bisschen Küchenkram hin. Jupp. Stellen wir mal das hier rüber. So eine Kochstelle haben wir doch auch noch irgendwo. Habe ich doch bestimmt mitgenommen. Mehrfach sogar. Nur da. Stellen wir mal direkt daneben. So. Da hängen wir dann hier direkt mal Kochutensilien drüber. Ich sollte vielleicht ein anderes Werkzeug wählen, damit ich nicht die ganze Zeit alles direkt angreife, was ich da habe. So. Okay. Habe ich einen Tisch? Wahrscheinlich nicht. So was Ordinäres packe ich nicht ein. Nee, das. Ah! Richtig! Der Maschinenraum ist doch perfekt dafür. Hier für so ein Crafting Table. Da kommt der jetzt hin. Und da hatten wir doch auch irgendwo so Tools, Craftsman Tools, genau. Die hängen wir hier hin. Und dann hängen wir noch ein paar dorthin. So, optimal. Perfekt. So. Jetzt bauen wir uns noch schnell eine Kajüte fertig. Und dann nehmen wir selbstverständlich die Größe. Welche ist denn größer hier? Die ist ein bisschen höher und ein bisschen ebener. Das ist wahrscheinlich die bessere Kajüte. Dann nehmen wir uns jetzt hier so ein Bett. So eins. Drehen das so, dass man hier nicht auf den Kopf drauf fällt, wenn man da runter geht. Haben wir einen Schrank oder sowas mitgenommen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Aber eine Uhr habe ich mitgenommen. Die hängen wir mal. Nicht dahin. Das ist grauenhaft. Die hängen wir hierher. So. Ja, so richtig passend tut es nicht, aber ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Stellen wir noch schnell hier diese Dinger da dazu. So. Ah, das wird doch langsam, aber sicher wird das doch ein Zuhause hier. So, dann vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und liken. Ich habe mein Ende versaut. Egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.